Okay, die Puppe ist hier. Hallöchen, mein Name ist Playgeddon und willkommen zurück zu einer neuen Folge Angegruselt. In der letzten Folge haben wir ja gespielt SpongeBob SlendyPants. In der heutigen Folge spielen wir mal wieder ein ernsteres Horrorspiel und gucken, was uns erwartet. Das Spiel heißt Life After Us, The System. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Piu. Oh. E. Okay. I have been tasked with retrieving the granddaughter of Mrs. Hammington. I have been told the girl is in her late 20s, but due or to her mental illness. Mein Englisch ist scheiße, where she was once a patient. I will search the asylum for the girl and return her safe. Okay, Spiel lädt. Okay. Oh. Okay, die Schritte sind schon mal sehr laut. Hier hängen ein paar Gemälde an der Wand. Der springt schnell. Wir sind Usain Bolt. Wie geil ist das denn? Okay, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich gucke einfach mal ein bisschen rum. Okay, hier ist nichts. Alter, der kann sogar noch 10 Meter weit springen. Neuer Weltrekord. I made a new friend today, Dr. Tower. He says I'm very pretty. He kept touching my hair. He must really like it. Okay, er mag es, meine Haare zu betatschen. Okay. Okay. Mr. Teddy should be here. Mr. Teddy muss hier sein. I don't like it here. A mean woman took Mr. Teddy away. She said I'm too old for silly things like toys. He's not a toy, he's my best friend. I can't sleep without Mr. Teddy. I wish someone would bring him back. I need him next to my bed. Wir sollen jetzt Mr. Teddy holen, weil wir ohne ihn nicht einschlafen können. Okay. Wieso nicht? Oh, wir haben ihn direkt gefunden, Mr. Teddy. Komm her, den Zettel will... Na komm. Nee, ich habe keinen Bock, so viel zu lesen. Ich weiß auch nicht, was für verstörende Sachen dann da stehen. Also wir haben gerade schon gesehen, was da stand. Und das war schon ein bisschen verstörend. I black out and reborn awakening. I find myself still in the asylum, but something is wrong. The darkness surrounds me and I feel as if I'm not alone. I must find the girl as soon as I can. Wir fühlen uns nicht alleine. Super. Da ist ein Zettel an der Wand. Dr. Tower told me I'm very pretty and that I'm not a girl. He said little girls don't look as pretty I do. He says I'm a woman. Dr. Tar sagt, kleine Mädchen sehen nicht so gut aus wie ich und wir sind kein Mädchen. Okay. Oh, falsch Knopf, sorry. Dr. Tar came to visit me at night. He kept saying I was really pretty. Then he got in the bed and on top of me. He kept telling me not to make any noise, but it hurt. He got mad when I shouted in a pain and he hit me. He visits me every night. Make me pretty? Nein, du bewegst dich jetzt nicht, oder? Oder? Ich mag keine Puppen. Okay, alles gut. Wir machen dich wieder hübsch, wahrscheinlich müssen wir in deinen Kopf finden, oder? Wegen Frauen mögen es doch, ihre Haare zu stylen, nicht? Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ist hier irgendwas? Oh, what the? Was war das? Okay. He gets so mad if I'm not pretty. He says my head is so small and pretty. I started bleeding after he came to visit me last night. I wish I could go home. Das Wort pretty kommt in diesem Spiel wirklich sehr oft vor, was? Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Lauf doch. Lauf, 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 lauf.
Ich habe mich gerade angehört wie ein Hund. Was war denn das? War das Dr. Ta? Unser Leben heilt sich von selber anscheinend. Dr. Ta, Dr. Ta, das ist Dr. Ta, oder? Wenn das nicht Dr. Ta ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich mag dich nicht. Er hört sich echt komisch an. Okay, die Puppe ist hier. Ihr flüstert mir gerade, ich soll ganz schnell laufen, oder? Oder wir machen jetzt so einen Kreis wie im Kindergarten. Große Leute, dünne Leute, dicke Leute, kleine Leute. Alle gehen nach... Okay. Not bad. Not bad. Das war zu hart. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was müssen wir jetzt tun? Müssen wir wieder Dinge finden? Oh, das ist schrecklich. Das ist schrecklich und so geil zugleich. Das mag ich. Ich weiß auch nicht mal, was das hier für ein Gebäude ist. Ist wie so ein Mini-Outlast. Was ist das denn hier? Ups, 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 ups. Vom Gesicht her sieht die aus wie so ein japanischer Drache. Und sie hat gar keinen Kopf. Deswegen sind beide pretty. Also ihr müsst mir nichts tun. Soll ich das... Kann ich das Kind nehmen? Okay, ich werde das Kind in... Ich werde so gut wie möglich das Kind... Ich werde für das Kind sorgen. Was ist das denn? He burns. Was? Eh? Oh, ich kann das Baby reinstecken. Nein! Meine Tesafilmrolle war hier gerade am Rollen, ey. Ich dachte, jetzt kriege ich den Herzinfarkt meines Lebens. Von der Story her ist das Horrorspiel echt geil. Hier ist ein Bild. Aber was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass wir Dr. Ta in der letzten Runde nicht getroffen haben. Okay, Abstellkammer. Doktor. 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 On Blatt. Lesestunde mit dem Thomas. I keep screaming what he did to me and my baby, but no one cares. He wants to shut up me. To shut up. To me, shut up. Zettel. He told me my grandmother died today. He said he fell down the stairs and broke her leg. He said it was a smile. He know he did it. He said no one will ever come for me now. He said he's going to lock me away in the dark room where I'll be no trouble. Was? Ist das jetzt für ein Raum? Hallo? Und irgendwas flüstert mir wieder in die Ohren. Ist das ein Grafikbug? Hoffe schon. Oh mein Gott. Oh. Das war... So ein geiles Horrorspiel, auch wenn es so kurz war. So ein Horrorspiel habe ich seit langem nicht mehr gespielt. So ein geiles Indie-Horror-Game. Oh, ich bin froh, dass ich es gefunden habe. Das war echt geil. Falls ihr auch weitere Vorschläge habt für so ein geiles Horror-Game, schreibt es in die Kommentare rein. Es soll am besten umsonst sein. Wobei, ich habe jetzt sogar noch ein
Horror-Game auf Steam gekauft. Monstrum nennt sich das. Das wird auf jeden Fall irgendwann als Let's Play kommen. Ich hoffe, es erfreut euch. Ich finde das Spiel geil, denn bei Steam war ja gerade Summer Sale. Deswegen habe ich mir das mal gegönnt. Dann würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen Angegrusel-Folge. Falls ihr weitere Vorschläge habt, unten in die Kommentare damit rein. Wir sehen uns in der nächsten Angegrusel-Folge. Bye!